1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. So, Herz, Seele, Ball, Freunde, so ist das bei 125 Jahrfeiern, zumindest beim TuS Ricklingen. Alles preiswert, alles bestens, riesig was los hier. Ja, sieht man es ja, von der Terrasse aus gefilmt. Das ist Herz, Seele, Ball für Sonntag. Mal ist es heiß, mal ist es kalt. Eins kann man sagen, die sind sehr stolz hier auf ihre Vergangenheit. Und ich habe gerade hier uralte Postkarten gefunden, die man damals verschickt hat vom Deutschen Turnfest. Das waren noch Zeiten. Martin, blende mal ein, die Postkarten vom Deutschen Turnfest. Das sind sie. Herz, Seele, Ball in der Vergangenheit. Schön, schöne Erinnerung. Mehr gleich. So, Freunde, und schon befinden wir uns auf der Rückfahrt, und so romantisch kann es im Ruhrgebiet sein, wenn die Sonne hinter den Industriestädten untergeht. Ja. Und Radargeräte gibt es ja auch jede Menge auf der Autobahn. So, das war es also in Ricklingen. War ein interessanter Tag mit spannenden Leuten. Jörg Sievers mal wieder getroffen, der Pokalheld von Hannover 96, damals als Zweitligist sensationell. DFB-Pokalsieger gegen Borussia Mönchengladbach geworden, 2 Elfmeter gehalten. Netter Kerl, mit ihm gesprochen über seine Situation. Und er sagt, Hannover 96 hat alle Chancen, in der nächsten Spielzeit aufzusteigen. So viel dann auch mal über Hannover 96. Schalke hat heute verloren gegen Meppen 1:3. Und Toni Schumacher hat mal vor vielen Jahren gesagt, als er auf Schalke war, da ist Schalke abgestiegen mit ihm: Ich habe keine Lust, gegen Meppen zu spielen. Jetzt wissen wir auch warum, weil Schalke gegen Meppen andauernd verliert. So, und dann hat mich Martin mit Recht ermahnt. Was ist das überhaupt für ein komisches Schild da hinten? Mein Gott, Geschwindigkeitsbegrenzung im Auto. Ja, da hat mich Martin ermahnt. Wir haben die Frauen-Europameisterschaft und er hat recht. Großartiges Spiel der deutschen Mannschaft gegen Dänemark. Ich habe es gestern gesehen, 4-0, bin am Ende allerdings eingeschlafen, hat aber nichts mit der Leistung der Mannschaft zu tun gehabt. Ganz im Gegenteil, das war großartig, wie sie gespielt haben. Und wenn man das so gesehen hat, könnte man fast davon ausgehen, dass diese Mannschaft die Europameisterschaft gewinnen kann. Und das wäre dann für die deutschen Männer ein Schock. Nein, ich glaube, jeder würde es ihnen gönnen. Herz, Seele, Ball von unterwegs. Und es sind die letzten Meter sozusagen für mich hier auf der Heimreise zum Niederrhein. Die nächste Woche wird sehr spannend mit vielen Ereignissen. Sportradio Deutschland wieder. Und die zweite Liga fängt ja auch wieder an. Und am Sonntag werde ich dabei sein, live bei Hansa Rostock gegen Heidenheim. Und vorher in Weibstadt ein großer Schalke-Wettbewerb. Darüber wird dann noch zu berichten sein. Ich danke euch für euer Interesse über Ricklingen, über Schalkes Niederlage gegen Meppen und über die Frauen-Europameisterschaft. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder. Kommt noch eine Werbung oder nicht, weiß ich nicht. Wenn eine kommt, bitte schaut sie euch an. Erstaunlicherweise sehen wir uns wieder morgen. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu. Schatz, Kinder, es reicht. Wir wechseln alle zur Telekom. Oh, heißt das, ich surfe unterwegs mit 5G? Kriegen wir dann mehr Datenvolumen? Ja, genau. Und je mehr wir sind, desto günstiger wird's. Die neuen Magenta-Mobilangebote im größten 5G-Netz. Zum Beispiel zu viert im Durchschnitt nur 19,95 € monatlich pro Karte. Mehr teilen, mehr erleben, mehr sparen. Für alle, die Familie sind. Nur bei der Telekom.